wandert seinen geifernden Schlund. Lorkhan möge sie alle holen. Warum verhandelt der Silvenar mit diesen dreckigen Maormann? Diese Piraten sind ein Dorn im Auge jedes Hochelfen. Sie kapern unsere Handelsschiffe und überfallen unsere Siedlungen. Wenn ich etwas zu sagen hätte, würden wir nur mit dem Schwert an ihren Kehlen mit ihnen verhandeln. Nicht, solange der Silvenar Diplomatie mit Kapitulation verwechselt. Er ist mit dem Rest von ihnen da drinnen und tut so, als würde diese ganze Sache nicht so oder so in Blutvergießen enden. Geht und schaut euch diese Farce selbst einmal an. Verzeiht mir, Freundin. Die Ankunft des Dominions auf Kenatis Rast hat die Einheimischen beunruhigt. Mir fällt es zu, die Wasser zu glätten. Bitte nehmt euch Speis und Trank. Ich werde gerne mit euch sprechen, sobald diese Sache erledigt ist. Wie unerwartet! Anscheinend haben wir einen gemeinsamen Freund. Dürfte ich fragen, was euch nach Mistral bringt? Dann könnt ihr mich vielleicht in einer kleinen Angelegenheit beraten. Die Maorma haben ein Abkommen mit Kenatis Rast. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Ein Abkommen ist etwas, mit dem ich arbeiten kann. Dennoch wollen weder Botschafter Ulondil noch Oberhaupt Harani eine Kopie vorzeigen. In der Tat, warum nicht? Die Behauptung, das Abkommen sei nicht gerecht und bindend, wäre unschicklich. Dennoch fürchte ich, dass es sich nicht ohne unmittelbares Nachfragen offenbaren wird. Würdet ihr mir in dieser Sache als meine Stimme bei Botschafter Ulondil und Oberhaupt Harani dienen? Genau. Einem ganzen Chor aus Bitten könnte es gelingen, der Melodie Gehör zu verschaffen. Harani scheint besonders begierig darauf zu sein, diese Sache zu bereinigen. Doch ich fürchte, dass ihr wegen der Anwesenheit des Dominions die Hände gebunden sind. Doch das überlasse ich alles euch. Wir haben seit Generationen unser Abkommen mit dem Volk von Kenatis Rast eingehalten. Und so vergelten sie uns unsere Freundlichkeit? Wir werden es diesen diebischen Hochelfen nicht gestatten, in unseren Wassern Fuß zu fassen. Rechtmäßig gehört diese Insel uns. Die Leute von Harani halten sie nur mit unserer Zustimmung besetzt. Wenn sie das Abkommen bricht, ist damit auch unser Waffenstillstand gebrochen. Wir werden uns unsere Insel zurückholen und die Khajiit werden den Preis dafür bezahlen. Wir bewahren unsere Kopie auf einer Insel weit fort von hier auf. Ich sehe keinen Grund, nach ihr schicken zu lassen. Ich werde diesen hochelfischen Dockratten doch nicht noch eine Gelegenheit verschaffen, uns unseren rechtmäßigen Besitz zu stehlen. Warum? Es ist schwer, sich seit dem Orkan an alle neuen Gesichter zu erinnern. Aber diese glaubt, wir haben uns schon getroffen. Willkommen in Mistral, Reisende. Möge euer Aufenthalt hier voller warmer Winde und weicher Sande sein. Und ich habe ihm bereits gesagt, dass dies allein schon die Lage mit unseren langjährigen Verbündeten von den Maormer nur noch heikler gestalten würde. Sie empfinden die Ansprüche des Dominions auf unsere Insel als große Schmähung. Schaut euch um. Was für große Armeen seht ihr hier? Unser Überleben hängt davon ab, stets zu wissen, wann wir kämpfen müssen und wann wir uns mit Fremden gutzustellen haben. Das Abkommen hat uns über Generationen hinweg Wohlstand gebracht. Ich werde nicht diejenige sein, die es bricht. Konntet ihr ein Exemplar des Abkommens sicherstellen? Dann gibt es kaum Aussichten auf einen Kompromiss. Ich werde eine Pause in den offiziellen Gesprächen einberufen, bis sich alle wieder beruhigt haben. Ihr begreift schon, was hier auf dem Spiel steht, ja? Gerade deswegen bitte ich euch, eine aktivere Rolle beim Aufspüren des Abkommens zu übernehmen. Ich tue das nicht leichtfertig. Ich kann nicht zulassen, dass die erste Handlung des Dominions auf Kenatis Rast eine kriegerische ist.
Ich habe gehört, unser gemeinsamer Freund wüsste den Rum, der in einer Taverne hier in der Nähe ausgeschenkt wird, sehr zu schätzen. Vielleicht hat er ja einen Einfall, wie man an eine Kopie des Abkommens herankommen könnte.